Eine sehr preiswerte Alternative zum Hochbeet ist das Hügelbeet. Das kostet praktisch nichts und ist an einem Nachmittag fertig. Ich zeig dir hier mal, wie ich meins gemacht habe. Im Idealfall ist die Achse von Norden nach Süden ausgerichtet, damit du möglichst viel Sonne einfangen kannst. Das haut natürlich nicht in jedem Garten hin, das ist dann aber auch nicht ganz so tragisch. An der Stelle, wo das hin soll, habe ich die Erde ausgehoben, damit ich die später noch verwenden kann. In die Grube habe ich wieder Holzhäcksel gefüllt, so unters das grobe Material und darüber das feinere. Darauf kommt dann eine Schicht Laub und dann ein bisschen von der ausgehobenen Erde, um das Ganze etwas zu beschweren. Du siehst jetzt auch schon langsam die Hügelform, das heißt in der Mitte ist etwas mehr Material als am Rand. Mit den nächsten Schichten wird das dann noch deutlicher. Als nächstes schichtest du, wenn du welchen hast, Kompost drauf, der noch nicht ganz reif ist, dann wieder ein bisschen von der Erde und zuoberst Kompost, der schon richtig schön durch ist. Das Ganze bedeckst du zum Schluss mit dem Rest der ausgehobenen Erde. Wenn die sehr schwer oder fest ist, kannst du auch ein bisschen Laub darunter mischen. Spätestens jetzt würde ich dir empfehlen, am Rand solche Bahnen mit Unkrautvlies entlang zu legen. Die kannst du dann einfach zusammenfalten und hochklappen und mit Steinen beschweren. So hast du später am Rand nicht solche Probleme mit Beikräutern, die ja zwangsläufig aus der Komposterde kommen. Ganz zuoberst kommt wieder Gartenerde, damit wir nicht direkt zu Anfang Probleme mit Unkraut haben. Die Stirnseiten habe ich erstmal mit Blumen bepflanzt. Jetzt ist ja April, das heißt, es kann noch nicht allzu viel in die Erde, aber ich habe schon ein paar Reihen Radieschen und Möhren gesät. Die Möhren kommen noch nicht raus, die brauchen ja immer eine ganze Weile, aber die Radieschen sieht man schon. Später wird natürlich noch mehr dazukommen. Ich halte dich auf dem Laufenden.